Alkohol stärker als im Schatten. Wirklich? Rainer genießt sein Bier in der prallen Sonne, Markus unter dem schattigen Schirm. Ich vermute, dass es in der Sonne bei mir viel, viel schneller gehen wird, weil der Körper ist ja sowieso, der muss ja schon dagegen ankämpfen, den Körper runterzukühlen. Und wenn dann auch Alkohol dazukommt, dann geht es wahrscheinlich viel schneller. Dazu kommt noch, ich vertrage eh nicht viel, also leichte Beute, würde ich sagen. Ich finde, wenn die Hitze sich hier staut, könnte genauso schlimm sein. Hinten an der Gartenlaube versuchen sich Ann und Ivan am Mythos Nummer 3. Durch einen Strohhalm wird man schneller betrunken. Also das Einzige würde ich vielleicht sagen bei Long Drinks, weil der Alkohol ist ja unten und dann kommen die Sekto oder Red Bull zum Beispiel unten dran, oben drüber. Und durch den Strohhalm trinkt man ja erst den Alkohol weg und dann kommt der Saft, wenn man es nicht umrührt. Wir werden es gleich sehen. Erst einmal lassen wir unsere Probanden trinken. Viele Alkoholmythen hat die Wissenschaft ja schon mit überraschenden Ergebnissen untersucht. Zum Beispiel Mythos Nummer 4. Bier auf Wein, das lass sein. Aber das stimmt gar nicht. Tatsächlich kommt es nur auf die gesamte Alkoholmenge an, nicht auf die Reihenfolge des Trinkens. Oder Mythos Nummer 5. Ein Schnaps nach dem Essen hilft der Verdauung. Von wegen, tatsächlich verlangsamt der Alkohol die Verdauung, entspannt nur kurzzeitig die Magenmuskulatur. Inzwischen haben sich unsere Versuchstrinker schon einige Gläser bzw. Bierflaschen vorgearbeitet. Der Internist Dr. Elgar Berghoff überwacht unsere Experimente. Erster Zwischenstand zur Alkoholwirkung Sekt gegen Bier. Bei Ihnen beiden ist wichtig, Sie sind die Vergleichsgruppe Bier gegen Sekt, dass Sekt einen wesentlich höheren Alkoholgehalt hat als das Bier, dass Sie entsprechend darauf achten, nur die halbe Menge zu trinken, weil Bier wesentlich weniger Alkohol enthält. Wie ist es Ihnen denn bisher ergangen? Bisher ganz gut. Also ich merke noch nicht sehr viel von dem Sekt. Nach 3 Gläsern? Ja, genau. Und Sie haben entsprechend 2 Flaschen Bier getrunken? Das ist jetzt die dritte. Und wie geht es Ihnen? Alles ganz entspannt, ganz locker noch. Das finde ich beachtlich bei der Witterung. Wir werden uns gleich nochmal treffen. Also noch kein Wirkungsvorsprung erkennbar. Und wie sieht das bei dem Schattentrinker und dem Bierfreund in der prallen Sonne aus? Wie fühlen Sie sich denn nach den ersten Bierchen? Also ich merke es jetzt schon deutlich. Ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich die Zahl hier sagen darf, aber mehr als eine Flasche habe ich jetzt schon. Und ich würde sagen, ich denke, nach dieser Flasche würde ich mich selber so einschätzen, dass ich, glaube ich, schon dann mal so sehr neugierig wäre, was der alte Pistol zeigt. Ich habe eben schon gedacht, oh, meine Augen flackern so ein bisschen, wo man sagt, da ist so eine Schubigkeit im Kopf. Momentan ist es wieder weg. Dann machen wir mal den Alkoholtest. Nach einem Liter Bier in einer Stunde hat Sonnentrinker Rainer 0,54 Promille. Und sein Schattengegner Markus? So, bei Ihrem Kollegen in der Sonne haben wir 0,54 Promille gemessen. Was meinen Sie, bei Ihnen der Alkoholgehalt sein könnte? Ich denke 0,2. 0,2, ja. Bitte pusten Sie an. Danke. Tatsächlich hat er im Schatten 0,57, sogar ein wenig mehr als Rainer in der Sonne. Da hat er sich unter seinem schattenspendenden Schirm aber gründlich verschätzt. Und ist Ann, die durch den Strohhalm trinkt, inzwischen schon angeheiterter als Yvonne, die sich ihren Sekt direkt aus dem Glas einflößt? Wie ist denn bei Ihnen die Alkoholwirkung bisher? Ja, man merkt. Durchaus. Was ist angenehm? Na, ganz angenehm. Wie ist es denn bei Ihnen? Ja, bei mir auch auf jeden Fall. Also ich merke den Alkohol schon, aber minimal. Auch hier ist kein eindeutiger Unterschied spürbar. Bis jetzt. Also lassen wir weiter trinken. Hauptsache, unsere Tester schlummern nicht ein. Mythos Nummer 6 sagt ja, Alkohol hilft beim Einschlafen. Das stimmt sogar, allerdings nur für die erste Nachthälfte. In der zweiten wird man dann eher wach, wenn man aufs Klo muss. Denn Alkohol verstärkt den Harndrang. Und für den Morgen danach gibt es Mythos Nummer 7. Rollmops gegen den Kater. Tatsächlich sollte man ein nährstoffreiches und salziges Frühstück zu sich nehmen, um verlorene Mineralstoffe zu ersetzen und viel Wasser trinken. Zeit, unser Experiment abzuschließen. Sarah hat jetzt 9 Glas Sekt getrunken. Dabei hat sie überraschenderweise nur 0,61 Promille. Aber die Wirkung ist deutlich zu erkennen. Da ist wohl jemand voller, ne? Richard Spitze. Marina hat jetzt 6 Flaschen Bier intus, fühlt sich aber deutlich fitter. Und das mit echten 1,04 Promille. Fischers, Fisch, frische Fische, Fische, frische Fische, Fisch, Fischers Spritze. Fazit dieses Versuchs, Mythos widerlegt. Marina hat mit Bier mehr Promille. Allerdings fühlt Sarah sich mit Sekt dafür betrunkener.
Wir messen nun auch an der Sporenfront. Glastrinkerin Yvonne hat nach 5 Gläsern 1,08 Promille. Anne bringt es durch den Strohhalm zwar auf 1,27, wiegt aber auch weniger. Beide sind vergleichbar betrunken. Mythos widerlegt. Es kommt auf die Menge Alkohol an. Ob durch den Strohhalm oder nicht, ist dabei völlig egal. Und um wie viel betrunkener ist denn nun Biertrinker Rainer in der prallen Sonne? Er hat nach 4 Flaschen und 2 Stunden 0,51 Promille. Und Markus im Schatten? Ich habe 0,85. Das heißt, wenn ich Fahranfänger wäre, wäre der Führerschein weg. Der Trinker im Schatten hat tatsächlich mehr Promille als der in der prallen Sonne. Auch dieser Mythos ist damit widerlegt. Gesund ist aber beides nicht. Und während die Männer jetzt aufhören würden zu trinken, würden die Damen gerne noch weitermachen. Als Arzt muss ich ausdrücklich vor der schadhaften Wirkung von Alkohol auf den menschlichen Organismus warnen. Erschreckend fand ich, dass viele Probanden trotz eines erheblichen Blutalkoholgehalts das Gefühl hatten, sie wären noch gar nicht so sehr betrunken und durchaus in der Laune, noch weiter zu trinken. Unterm Strich zählt also nicht, wo oder wie man Alkohol zu sich nimmt, sondern nur, wie viel. Und dass man im Zweifel viel betrunkener sein kann, als man sich fühlt.